Ja, Arbeit, Fick und Milex am Arsch. Scheiß mich um, Braun, stehen wir gut. Was war das gestern für eine Scheiße und heute schon wieder? Gestern kann man jubeln, 1-0, zwar mit einem mäßigen Spiel, aber kämpft haben wir wenigstens. Bin wir in Frankfurt, Löwen wieder, juhu, nicht auf die Klasse und dann heute der Nachmittag. Ja, leck mich da am Arsch, das gibt's ja gar nicht. Wer hätte es gerechnet, dass St. Pauli in Lauter gewinnt, dass das alle beide gewinnen? Gestern einmal und heute einmal bei Union Berlin, gegen die wir so kläglich gespielt haben. Ich sag's euch gleich, wir steigen ab. Wir haben zwar sauschwere Spiele und mit der Einstellung. Vielleicht war es ein bisschen besser, jawohl, junge Dame, das ist schön. Hallo, grüßt euch. Das ist das Einzige, dass wir Löwenfans nur einen Genuss haben, die schöne Mädel haben. Aber ansonsten sind wir die Pfeifendeppen der Nation. Wir sind die Watschenburm, wir sind die Lulatschen, wir sind einfach, seh fix nochmal, was sind die mir eigentlich? Schlechte Verlierer, gute Verlierer, scheißegal. Auf alle Fälle, wenn wir absteigen, schade drum, weil unsere Jugendarbeit, unsere zweite Mannschaft, das ist alles blöd. Aber ich sehe ein paar Vorteile. Wir könnten einmal eine Saison im Privatstadion spielen. Das sind uns Löwenfans einmal wieder gut. Wir schnuppern einmal wieder Giersinger Luft. Wir schnuppern einmal wieder die Atmosphäre, die wir mengen. Und wir haben wieder unser Stadion. Dann muss ich natürlich ganz konsequent sagen, es müssen personelle Veränderungen her. Ein Herr Postner, ich meine es nicht persönlich. Herr Mayrhofer, ich meine es nicht persönlich. Aber ihr müsst konsequent sein. Die Saison ist uns am Arsch vorbeigelaufen. Ist uns aus den Rudern geraten. Wir wollten aufsteigen. Gut, das war vielleicht ein bisschen übertrieben mit der Mannschaft. Aber wir wollten hier absteigen. Und wenn man dann absteigt, dann müssen die Herren konsequent sagen, nein, wir waren für den Job nicht geeignet. Ein Bäcker, wenn so eine Brezen hat, wie die zwei gearbeitet haben, dann hat die Bäckerei keine Brezen verkaufen. Also, wenn ich an meinem Standl meine Geibelrahm, meine Äpfel und meine Bananen so beschissen verkauft habe, wie teilweise gearbeitet worden ist. Also, das waren der einzige Vorteil am Abstieg, aber wir haben noch zwei Spiele, auch die anderen. Wir gehen der Gewinner daheim gegen Nürnberg. Können wir gewinnen, wenn wir wollen, wir können auch gewinnen bei Karlsruhe. Und da fahren wieder 10.000 ruhig geladene Löwenfans mit. Aber wenn wir bekommen, gewinnen die anderen auch, dann geht uns die Saison, wie die letzten zwei Spiele, völlig am Arsch vorbei. Leider, ganz knallhart Zeit. Mir fällt an dem Nachmittag nicht vielleicht jetzt zum Granteln, jubeln kann ich nicht mehr. Leider.